Oh, es ist Abenddämmerung. Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter. Willkommen. Ich habe keinen Mod gefunden, der mir irgendwie mehr Ressourcen gibt, wenn ich die Dinger da abbaue. Naja, also nur mit Geologie 3. Ah, ich habe übrigens zufällig vorhin gesehen, dass. Ich meine, ich habe nicht mal einen Mod gefunden, der irgendwie Geologie modifiziert oder sowas, dass man noch öfter abbauen kann oder ja. So. Also es gibt nur eine Rüstung, mit der man ein Monster einmal mehr aufschneiden kann. Ah ja. Was wollte ich hier nochmal? Ah ja, Schnurrtruppe. Die wollte ich mal anschauen. Okay. Eine Rüstung, die ich gar nicht freigeschaltet habe. Also wir brauchen mehr Jagdrasse, habe ich vorhin gesagt, oder? Dieser Unruhestifter wird noch mehr gesagt, Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Jagdrasse aus dem uralten Wald. Also machst du eine Expedition dorthin? Was? Währenddessen ich noch schnell bei mir in meiner Expedition Spuren von Namiel sammel. Erlege. Und sobald Nacht ist, hole ich mir diesen Fisch. Okay, ich habe keine Untersuchung für normale Jagdrasse. Würde mich auch wundern. Zumindest nicht gerade darin registriert. Also schauen wir mal. Untersuchungen. Tab. Du sollst mir bitte nach Belohnungen sortieren. Und dann möchte ich nach Ziel, ist das, oder? Dann. Ah ja, so ein Fun Fact, das hatte ich komplett vergessen und du hast wahrscheinlich auch noch nicht drüber nachgedacht. In Quests mit mehreren Zielmonstern sind die HP von den Zielmonstern leicht reduziert. Wenn hier Jagras nicht dabei steht, dann ist er auch nicht da, oder? Ja, genau so war's. Du bist halt echt in der Expedition. Okay, alter Wald, hast du gesagt? Ja. Der. Muss ich zwar nochmal zum Schmied laufen, aber ich klatsche mir die ganzen Items mal eben auf meine Dingensliste, damit ich direkt sehe, wie viel ich davon brauche und so. Oder findest du schon, dass es Sinn macht? Ist sinnvoll, ja. Boing, hab ihn gegen die Wand gedonnert. Was soll ich herstellen? Palico. Oh, Drachenschatz. Welche Taste war das für die Liste? Welche Liste meinst du? Ja, die Wunschliste. Die Tasten, die stehen da unten drunter. Geht das beim Palico oder nicht? Habe ich noch nie ausprobiert. Also er wäre es. Stand bei Palico gerade nicht da. So, Moment, ich muss jemanden gegen eine Wand hauen. Also mein Cursor blinkt. Zumindest wenn ich Sachen kaufen kann, blinkt er. Keine Ahnung, ob das irgendwas macht. Habe jetzt auf jeden Fall ein paar davon gedrückt, keine Ahnung, ob das was gemacht hat. Rüstungen. Wenn da kein Pin ist, dann hat's nicht funktioniert. Ah ja, ja, da kommt nichts. Kannst du einfach noch beleuchtet. Okay, ich kann auch nur 6 Sachen so mitnehmen in dem Sinne, okay. Okay, dann, ja. Upsala, muss ich eh drücken. Dann nehmen wir mal die beiden mit, die ich aktuell noch nicht bauen kann. Ah, oder. Oh, okay, ich gehe dann in deinen Online-Raum. Wahnsinn, 2 Monster auf der Map, die einen mit Wasser abspritzen. Ich glaube, mehr als die 2 gibt's gar nicht. Sachen verschwinden ja wieder von der Liste, wenn ich sie gekauft habe, oder? Oder so, oder? Oder wie wird das? Schon möglich. Ich entferne sie normalerweise immer, wenn ich sie craften kann, aber noch nicht craften will. Weil sonst wird sie jedes Mal eingeblendet und das nervt. Ich registriere jetzt gerade einfach ein paar mehr.
Ja, hast ja 5 Seiten oder so. Weiß nicht, vielleicht auch unendlich. Es waren 6 Seiten, also stehen zumindest da. Achso. Ja, ist dich dann nicht allzu sehr nervt. Ist irgendwie doppelt gemobbelt, weil ich die Alpha- und die Beta-Rüstung draufklatsche. Okay, jetzt ist das Ding aber voll. Okay, wir drücken M. Also ich bin jetzt bei dir, ich weiß nicht, ob du das siehst. Wie, du bist bei mir? Okay, es ist Nacht. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz gucken, ob ich den Fisch fangen kann. So, in uralten Wald soll ich gehen. Ja. Ich bin in deiner Online-Sitzung und gehe in einen Raum, den du nicht betreten kannst. Wie ist das denn machen? Das muss ja dann mein Raum sein. Was hast du gefragt? Chicken Nuggets? Im Low Rank? Warum solltest du das im Low Rank machen? Nein. Das war jetzt eine Scherzfrage, oder? Oh Mann. Miau. Hier sind sehr nützliche Monster, deren Spuren ich eindeutig noch brauche. Wenn es dir also nichts ausmacht, würde ich, sobald ich den Fisch gefangen habe, noch schnell die Spuren suchen. Ah, stimmt, ich krieg keine Free Money jetzt. Naja. Und die Zorn, wofür? Ja, für die Waffe. Benutzt eine Schusswaffe? Aber die hat doch auch einen Nahkampfangriff irgendwo. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf C, okay, gut. Du kannst zur Schleuder wechseln, während du mit deiner Waffe zielst. Okay. Boah, wo waren die jetzt nochmal? Ich glaube, er ist gespawnt. Das sind Castodons, das sind nicht die Viecher. Oder ausgeworfen. Hier kommt jetzt erstmal der falsche Fisch. Da sind Jagrasse, also da drinnen. Ich werde erstmal so weit hinter, wie es geht. Will wieder ein anderer Fisch. Ja, egal, notfalls muss ich alle Fische fangen. Der reagiert kein bisschen. Wie kriegt man den bitte an die Angel? Oh, sag mir bitte, dass ich keinen Köder brauche. Damit der. Ah, ich habe keinen Köder dabei. Ach, nervig. Komm schon. Noch mehr alte Ratian-Fußspuren. Oh man. Oder? Ja. Er reagiert nicht auf meinen Köder, er hat sich nur umgedreht. Also, wir bauen jetzt erst einmal 1, 2, 3, ab. Dann. Ich hab schon direkt vor die Fresse geworfen. Ach, das genau hier. Beiß an, 1, komm schon. 2, oh, er beißt! F. Ich habe ihn! Ja! Okay, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Erz für Meeresherr, Schlappfisch. Sogar Goldkrone. WTF, ist der immer so groß, oder? Jetzt habe ich nicht hingeguckt, weil ich einen Screenshot gemacht habe, aber das war doch jetzt der, der ein Achievement wert ist. Oder nicht? Wenn du meinst. Ich dachte, oh ja, hier, fange eine geheimnisvolle Kreatur, die unter der Wasseroberfläche lauert. 2,7% aller Spieler haben das. Ja, okay. Eine Anjan hat Fußspur. Ah, sehr gut. Heiring Anjan hat so. Gut, der ist, glaube ich, eh die nächste Mainquest. So, lass mich kurz meine Spuren sammeln. Oh, oh, hier sind welche. Ah, nicht die, die ich will. Bedrohungsstufe 1. Hier ist irgendwo ein Belkaner und Schneesturm-Legian. Mein Level ist viel zu gering. Ist ja nicht so, als bräuchtest du mich dafür, für das, was du gerade machst, also. Kannst oh, du dich das ist jetzt ein Freund, ja krass, okay, dann schlage ich den halt nicht. Er stirbt eh nicht, also. Kannst ja ruhig hauen.
du kannst doch nicht einfach Freunde hauen. Er stirbt eh nicht. Also du triffst ihn gar nicht erst, das meine ich damit. Dein Schwert trifft dann, geht dann absichtlich dran vorbei. Das funktioniert natürlich so. Absolut klare Sache. Probier's aus. Stufe erhöht. Nicht genug. Ach so, das war ja. So. So, wo sind noch mehr von denen? Das sitzt da einfach. Nice. Okay, da drinnen sind noch welche. Tischrein. Deck dich an der Wand. Oh, warte mal, es gibt ja auch Muni, die unendlich ist, okay. Ja, sonst wäre es ja ein bisschen blöd, meinst du nicht? Okay. Oh shit, er jagt mich. Ich habe ihn nur einmal gegen die Wand gehauen. Was will er mich denn jetzt töten, ey? Das. Da unten wären welche drin. Ist hier gar keiner. Siehst sie idealerweise auf deiner Minimap. Aha. Läuft er mir hinterher, bis ich beim Legianer bin? Oh, ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Blinzel mal. Das war eine Blitzkapsel. Okay, der ist jetzt draußen. Nehmen wir noch Kohlefußspuren mit, oder warum nicht? Kann meinen Besucher nicht abschütteln. Aber jetzt ist der Legianer hier gelandet. Vielleicht kann ich sie gegeneinander haben. Oh mein Gott, Volltreffer. Na toll, nur eine Wirbelträne, also nichts. Was soll denn das? Das Tutorial, was ich ziele, ist gar nicht für den Mausstil, den ich eingestellt habe. Wie nah zur Hölle nahe dich nicht, der schön nach. Nachladen? Also ich drücke immer nur R. Aber wer weiß, was du eingestellt hast. Warte, das funktioniert. Dank das jetzt. Ah, erst musst du sie. Oh, ich bin gestorben. Muss ich sie vielleicht re-equippen, damit es dann geht? Ja, die Munition, die du nachladen willst, die sind alle, die kann man alle einzeln nachladen. Du kannst eine verbrauchte Munition wechseln und mit der anderen weiterschießen. In der Waffe sind quasi immer alle gleichzeitig irgendwie drinnen. Frag mich nicht, wie das geht. Ich bin in Ohnmacht gefallen, aber ich wollte gerade eh verlassen. Was soll's? Hey, wer schreibt mich hier an? Oh, was du der da bist. Ja, ja. Ich bin's ganz sicher nicht. So, was sind die ganzen anderen jetzt hingegangen? Sind die da runtergelaufen? Ich weiß es nicht. Schauen wir nicht. Gadja, Kestodon, ja krass. Wo seid ihr? Ach, hinter mir, okay.
Ah, ich krieg sogar gerade Untersuchungen für die. Was für ein Zufall, als ob man Untersuchungen von den Sachen bekommt, gegen die man kämpft. Ah, ja doch, ich habe schon öfters Westboys Untersuchungen von Westboys bekommen. Aber das ist grundsätzlich so. Nein, das zu funktionieren. So, ein bisschen Knochen looten. Wunschliste. Wir machen danach einfach Sidequests, oder? Ich habe nicht mal ansatzweise genug, da sind ja nur 5 Stück. Hm. Mhm. Also ich soll gehen und die Untersuchungen annehmen, die ich bekommen habe. Welche hast du dafür? Wäre das gar nicht mal so. Ich meine, stand halt gerade da. Also sollte ich schon welche dafür haben. Ich habe Hornetower, Charmos, Guardjauer. Wo ist denn das Viech? Von Expedition. Alphabetisch ist das ja nicht. Ich habe hier nur Großjagras bei mir. Du brauchst mich also nicht fragen. Hm, ich sortiere mal nach Ort. Hä? Hey, das gibt doch keinen Sinn. Macht das alles keinen Sinn? Alter Wald. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen, okay, und doch, der Sache gibt nachgehen. Das gibt auch im Wolkenwald. Das ergibt doch aus Sinn. Hä, was? Wolkenwald? Nein, im Wolkenwald. Oh. Und dann war es das schon mit Hiring. Also ich habe definitiv keine. Das Teil sagt die Wahrheit. Vergiss nicht, dass ich ein SOS von dir brauche, wenn ich in der Expedition scheinen soll. Hä? Aber jetzt sehe ich wieder keine bei Ziele. Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Das Leben ist eben hart und unerbittlich, okay. Oder so. Jetzt mal einfach durch. Das sind alles große Größe. Das sind auch Westpoints. Riesiger Haufen Westpoints. Auch habe ich von denen so viele. Ja, okay, weird. Kriege ich Untersuchungen für ein großes Jagras vom normalen oder was? Möglich. Keine Ahnung. Hilft mir ja nichts, der droppt halt die nicht. Er droppt mir nur die kleinen. Naja. Gut, also ich join dir dann. Oh, irgendwie. Okay. Ich wüsste nicht wie. Warte. Ja. Einmal in die Baumkrone geschossen. Du bist keiner von den Leuten, die ich hier sehe. Das sollte sich aber eigentlich gleich ändern. Bist du in der Expedition, richtig? Ja, wieso? Und du bist doch ganz sicher im Highrank. Ja, also ich denke jetzt eigentlich schon.
Ich habe jetzt nicht mehr extra nachgeschaut, aber doch, da steht hochrangig in der Ecke. Oh, jetzt sehe ich dich. Oh mein Gott, ich musste nur nochmal komplett raus. Ja, kann sein, dass es erst reloadet, wenn man ganz rausgeht. Oh, Kettenblitz 2, cool. Achso, meine Waffe, ja. Der hohe Kettenblitz. Mhm. Sie sagt ja mit der endlichen Muni, weil die unendlich ist. Vielleicht ja, wertvolle Muni hier gegen irgendwelche Lobbys, Noobies verschießen. Ergibt auch Sinn. Alter Erz, ich weiß, dass du hier bist. Warum zeigst du dich? Achso, weil das die Untergrundmap ist und der das da nicht anzeigt. Ja gut, okay. Bisschen Dragonit-Erz mitnehmen. Er nimmt noch einen Rotkerner mit, kann er nicht schaden. Gute Wahl. Okay, gehen wir hier hinten lang. Dann drücken wir C. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Einige. Au! Jumpt der auf mich. Also falls du irgendwann einmal irgendwo das Wort Affinität siehst, das ist Crit-Chance in dem Spiel. Aha. Aber ich greife gerade den Fall. Ja, ja, ich stehe auch wieder da. Untersuchung hinzugefügt. Aber. Ja, keine Ahnung. Gebrochenes Teil groß, ja, krass. Was tut das? Vielleicht. Siehst du mich nicht auf der Minimap? Ich sehe dich. Ah oh ja, da unten. Siehst du das Monster aber nicht? Okay, siehst du also auch. Ich sag dir, wenn er stirbt, ich habe kein Fangzeug dabei. Meine Katze auch nicht. Also entweder sind die Gegner schon decayed oder ich habe doch nicht so viele umgebracht, wie ich dachte. Er flieht und zwar weil er tot, halb tot ist. Du weißt ja, wo seine Base ist, denke ich. In dem Tunnel in der Nähe von dem Ort, wo du bist, müsste er sich hinlegen. Also komm zu ihm, wenn du dann keine Gegner mehr hast. Nicht richtig, ich bin mir unsicher. Hat der gerade einen Kreis? Hä? Wo will er denn hin? Ich habe ihn verloren. Wo ist er? Ach, der Gang? Gerade oh, ich habe den richtigen Gang. Er ist quasi wieder in den Waldteil gelaufen und jetzt geht er nochmal rein in die Höhle. Oder auch nicht? Ne, ich glaube, er hat keinen Bock mehr schlafen zu gehen. Okay, hier sind Fußabdrücke. Oh, da ist ja ein kleiner. Das stimmt, habe auch einen gesehen. Hä, hey, da kommen wir noch mehr. Was machen die denn hier? Sind wohl gerade respawned. Okay, wenn du dann da drin fertig bist, kannst du dich ja draußen. Dann Großjagers. Ich nehme an, dass. Wir haben noch keinen Heiring-Probi gekillt, oder? Das heißt, ich sollte den schon mal jetzt dann. Zwei Jagras. Drei Jagras. Okay, man, du siehst ja, wo die Leiche ist und so schnell verschwindet sie hoffentlich nicht. Und dann noch einen Knochenhaufen. Ich fange dir einen Tobi. Kann. Ich brauche, glaube ich, noch was Knochen, dann geht Korallenknochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist dann nicht in diesem Gebiet, junger Mann. Warte, hä? Ist er jetzt hier draußen? Ist er hier? Ah ja. Ah ja, da liegt er hier in der Ecke. Ich hoffe, du kannst den sehen. Looten. Töten.
Er hat ihn eingeparkt. Palico-Ausrüstung. Blitzfliegenkäfig. Let's go. Was sagt denn meine M? Hier lebt nichts mehr, okay. Kestodons, Gajas, Vespoids, Jagrasse. Ich sehe da vorne blaue Anjanat-Spuren. Muss ich schnell anklicken. Wenn das so ist, dann ist ja, das ja, die kannst du so. Ja nicht sehen. Anjanat-Bedrohung Stufe 1. Oh, eine Jagras-Schuppe. War auf einer Trägerameise. Oh, so kann es gehen. Du hast noch so viel Zeit, bis ich den Tobi gefangen habe. Danach entscheiden wir, ob du genug hast und wir Gebiet wechseln oder nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Oder Tobi? Da hat er geschrien. Das hast du gehört? Aber du bist gar nicht so weit weg. Hier war doch noch irgendwo ein rotes Erz. Kann schon sein. I don't know. Ah, hier. Ich habe vergessen zu essen. Das wollte ich eigentlich noch machen. Bei einer Expedition. Ja, so kein Hunger, wenn du rausgehst. Der tut mir weh. Meine Wildlife könnte ich mal wieder, ha? Ist jetzt doch schon einige Stunden her. Ess erst, wenn du Hunger hast. Meines Essen ist auf jeden Fall. Könnte sogar schon also über 8 Stunden sein. Also ich schmecke Kekse. Ich irgendwie recht früh aufgestanden bin heute. Früh sagt er vor 8 Stunden. Das passt aber nicht zusammen. Ah gut, du isst ja normalerweise nicht direkt nach dem Aufstehen. Ist schon in Ordnung. Ja, ich bin ich glaube es war 6 Uhr, als ich aufgewacht bin. Es war auch nur dunkel. Musste aufs Klo und ja, dann bin ich ja nicht mehr schlafen gegangen. Was ich die Uhrzeit auch nicht. Keine Ahnung, aber du siehst sie ja hoffentlich auf der Map. Ja, Grasse, hört auf wegzulaufen. Ich erwische euch. Und den Käfer hier auch. So, ich weiß gar nicht, warum hier bei diesem Blitzfliegenschild, damit ich ja immer gleich stunnen kann. Also, ein Jagras. Zwei Jagras. Drei Jagras. Und ein Knochenhaufen. Humpel noch nicht. Kessetrans. Da hinten auch Jagrasse. Oh ja, das sind sogar auch welche. Okay, dann töten wir mal lieber. Werden erschossen.
So, 1, 2, 3, 4. Okay, er ist gut aufs Reif, so wie es ausschaut. Okay, ich glaube, einer ist abgehauen. Ah, ne, da steht er sogar noch. Faucht mich da nur an. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Honig. Ach, ich muss ja konstant nach vorne rennen. Ich habe die Belohnung angenommen, es sind schon zwei Reihen. Also ich gebe dir Bescheid nach dem nächsten Monster, dann solltest du auf jeden Fall auch abholen gehen. Wait, warte, warte, Gekritzel! Wo? Oh. Da oben? Okay, ich habe einen perfekten Pilzhut bekommen. Das freut mich. Ich weiß ehrlich nicht, was man damit anfangen kann. Nehmen wir mal das Gekritzel mit. 9. Noch ein einziges. Dann habe ich die Sprache gelernt, man. Also, gut, gut. Naja, dann kannst du, sobald du das nächste Gebiet freigeschaltet hast, was du nämlich noch nicht getan hast, sie gleich freischalten, was ja durchaus nützlich ist. Oh, nice. Hier ist das andere Gekritzel. Oh, in dem Stein ist nochmal schnell. Ja gut, das habe ich jetzt erledigt.
Okay, sie haben Angst. Laufen alle weg. Ich lauf nicht vor dir weg, keine Sorge. Du bist vergiftet. Mag sein. Halb so wild. Da ist schon wieder was kaputt gegangen. So, mehr Knochen und mehr Steine. Oh, er ist schon rot genug. Tot genug. Dass ich ihn halt jetzt fangen kann, sobald er anfängt zu chillen. Ach so. Hä? ETF, was? Das wollte ich gerade gar nicht aktivieren. Wir gehen oh, auf nein, die Jagd. Rein, da ist ja nicht rein. So, meine Katze. Setz bitte eine gelbe Falle. Und dann hoffen wir, dass er da reinläuft und nicht die andere auch noch aktiviert. Guter Plan. Geht doch, der fliegt jetzt eh heim. Egal, ich benutze meine eigene. War gerade sehr wirrt. Der hat erst sehr spät realisiert, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Pennt gar nicht, der isst lieber. Auch okay. Okay. Oh, warum ist der weiß? Sind die weiß, gefangen. Die gefangen sind? Weiß und also gefangen und tot sieht gleich aus. Ja, aber der ist gefangen. Okay, wenn das so ist. Jetzt solltest du also abgeben, falls du es noch nicht zwischenzeitlich getan hast. Einmal hier das Erz mitnehmen. Klingt sinnvoll. Mach weiter so. Und dann das Erz. Manchmal halten die weniger Hits aus und manchmal mehr. Doch bin mir nicht sicher, woran das liegt. Vielleicht weil ich den einen überrascht habe. Macht man da mehr Schaden, wenn man überrascht? Hm? Hast du eine Frage gestellt? Sorry, ich habe nicht zugehört, ich habe geschrieben. Aber mehr Schaden macht, wenn man Gegner überrascht oder so. Nicht, dass ich wüsste. Ja, keine Ahnung. Manchmal sterben die halt irgendwie um einige schneller. Naja, unterschiedliche Körperteile machen unterschiedlich viel Schaden. Ach, okay, wenn du meinst. Wo kommt denn ihr gerade her?
Ja, wartet mal. Schaut mal kurz ins Licht. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Warum will mir der Typ jetzt die Waffe wieder erklären? Die habe ich doch schon die ganze Zeit an. Keine Ahnung, Mann. Ist am Tutorial-Block vorbeigelaufen. Frag mich nicht. Was machst du für Tutorial-Block? Ja, hab ich gerade frisch erfunden. Aus irgendeinem Grund ist die Ratian gerade eingeschlafen. Ich weiß nicht. Okay, wenn du meinst. Ich weiß wirklich nicht. Egal, ich wechsle wieder. Das ist der gleiche Baum. Sag nochmal Hallo zu dem. Boing. Okay, jetzt habe ich 10 Schuppen. Das ist aber auch noch nicht genug. Okay, das heißt, ich habe noch Zeit für ein Monster. Ich brauche halt 4 pro Teil. Und insgesamt habe ich 4 Teile hier, die das brauchen. Oh mein Gott. Also 4 sind 8 und dann nochmal 8. Und 16, ja. Ja. Die ist verdammt groß. Frag mich, ob das eine Krone wert ist. Oder sind die schon immer so hoch gewesen? Ich komme kaum an den Schwanz dran. Okay, Schwanz ist ab. Wieso höre ich so ein krasses... Was war das denn für ein lautes... War Geräusch? War das nicht die, gegen die du gekämpft hast? Keine Ahnung. Das war... Also kam mir sehr schräg vor. Ich meine, ich habe es auch gehört. Ich war am anderen Ende der Map gefühlt. Also. Vielleicht war es der Ratalos. Vielleicht spürt der, wenn man seine Freundin... verlässt. Er kommt jedenfalls gerade her. Kannst du mal kurz aushelfen? Kannst auch den Schwanz looten. Ja, wo ist er denn? Hier. Oh ja, der Schwanz. Ja, auch hier. Direkt unter dem Ratalos. Warte, ich versuch's mal kurz zu versenken. Au, oh da. Okay, ist versenkt. Oh, hier ist ja Material. Das kann auch sein, ja. Also mit ein bisschen Verlust musst du rechnen, wenn ich was alleine mache, weil logischerweise habe ich sie gegen Wände und dann kriegst du nicht alles mit, aber sollte ja egal sein. Wo ist der Schwanz? Nicht da, wo du langläufst. Ja, keine Ahnung, mehr beim, wo denn? Mehr beim Gebietsausgang. Ich habe eigentlich gedacht, du hättest es direkt gesehen. Es ist ein grüner Block, der ist jetzt nicht so unauffällig. Nee, in die falsche Richtung. Mehr so bei dem roten Monster. Den da? Oh shit. Das Gegenteil von der Richtung. Also wenn du zwischen mir und ihm stehst und wegläufst, dann bist du quasi richtig. So würde ich es jetzt beschreiben. Zwischen. Oh. Ich laufe kurz hin. Wo hier oben? Okay, siehst du mich? Ja. Worauf stehe ich hier? Worin stehe ich hier? Ah, das Ding. Das Ding. Also ist es dir aufgefallen, du hast noch nicht gedacht, dass es ein Schwanz ist. Kammer habe ich wahrscheinlich eher als einen Stein erkannt, als ich jetzt grob rumgeschaut habe. Mann, das ist ein grünes Monster, da kann ich auch nichts für. Da liegen übrigens Teile hinter dem Monster, das ich gerade kloppe. Ich habe die beiden nämlich gegeneinander geschlagen, wenn ich Zeit habe. Und wenn du willst, können wir den roten Schwanz auch noch abhacken. Der ist gerade erst gespawnt, was weiß ich, was der hier macht. Finde ich jetzt aber nicht mehr so gut. Okay, Katze, mach rum's Käferkäfig. Und ich mach Lebenskraft. Also ich würde sagen, wir... Oh, der fliegt weg, schade. Er ist doch besser so. Ich wollte ihn eigentlich gegen ihn schleudern, aber naja. Wo ist die Ratian? Okay, wir versuchen uns jetzt noch den Schwanz von dem zu holen. Und dann fange ich die Ratian ein und du machst wieder, was auch immer du eigentlich wartest. Was ist das schon wieder für ein... Okay, keine Ahnung, dieses Geräusch finde ich irgendwie sehr... sehr laut. Verglichen mit... Ach so. Immer dann, wenn der eine verletzt ist und der andere kommt. Der sie ist. Ja. Oh, Ratian ist gelb. Wir könnten... Oh, jetzt hänge ich an dem dran, aber der ist rot. Nervig. Ich werfe da mal eine Bombenkapsel. Au!
Oh, das hat dich ganz schön zerlegt, was? Oh, man. Halb so wild. Ich tut irgendwie so weh. Ich sterbe aber nicht so gerne. Fühlt okay. Sich gut an. Der Rote ist abgehauen. Mach erstmal du deinen Job. Ich fange jetzt die Grüne ein und dann können wir uns immer noch um den Roten kümmern. Mein Job. Deinen Schwanz hast du jedenfalls bekommen, also. Dein Job ist Mini-Jagdrasse fangen, dachte ich. Oder irre ich mich da jetzt? Hä? Das heißt, warte mal, warum sind da graue Punkte von kleinen Monstern, hä? Weiß ich nicht, vielleicht hast du einfach dazugelernt und jetzt siehst du auch Leichen von kleinen Monstern. Geht, ist das was geht? Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, kleine Symbole zu sehen. Aber ich suche auch nicht unbedingt danach, also. Könnten die Spähkäfer mir bitte sagen, wo ich lang gehen soll? Das tun sie gerne. Nein, tun sie nicht. Okay, versuch's mal mit unten oder so. Sie ist durch die Lähmkröte gelaufen, ohne gelähmt zu werden, wie gemein. Das war nicht mein Plan. Dum, 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 dum. Könntest du aufhören, Ausdauer zu haben, Mann? Schuhe, häng dich daran. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir hier auch noch drauf. Eins, zwei, drei. Sie hat sich entschieden, umzuziehen. Okay, wenn du meinst. So, das war nach oben. Okay. Sind die jetzt noch? Ja, da oben sind die grauen Punkte. Warum sind die hier? Okay, hier ist auf jeden Fall einer. Oh, ich glaube, ich habe hier das Genick gebrochen. Flügel sind noch ganz, oder zumindest der sieht ganz aus. Weil ich das sehe, müssten die hier oben sein. Der neue Pucke nervt mich jetzt. Die gute Nachricht ist, ich habe Dung gehabt, weil da Dung rumlag. Also weg mit dir. Er ist sofort weggeflogen. Schön, dass das hier funktioniert. Ja, mir wird keine Ahnung. Weiß ja nicht, was genau ich da sehe. Er führt mich, der Baker führt mich da nicht mal hin, also. Oh! Okay, sie ist fangbar. Das ist schön. Das heißt, sie geht mit Sicherheit zum Nest. Oh nee, vielleicht geht sie nicht nach oben, sondern in das mittlere Nest. Sagte meine Fliegen. Meine Scoutflies. Führen mich aber zum Nest. Sind am Fliegen. Nee, die führen mich zum Absprung. Ja gut, dann springe ich eben runter. Ui. Wieso ist sie dann 130 Meter über mir? Mich verarschen, ist jetzt doch ganz oben. Das Spiel manchmal nicht. Ja oder nein? Von mir. Warum läuft ihr mir her? Ah, sie ist oben.
Oh, warte mal, die waren. Ah, die waren ja neben dem. Ja, ist ein bisschen doof da. Hast du in dieser Expedition schon mal abgegeben, ja oder nein? Was abgeben? Also Loot, Belohnung abgeholt, das meine ich. Da war ich vorhin. Okay, gut. Spätestens jetzt wäre es wahrscheinlich gleich überfüllt. Was sind denn die Dinge? Zeigt es mir natürlich das Teil nicht an, weil der da ist und hinterherläuft. Und ein Schock. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Eigentlich erst sehr viel später. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, außer ich fange noch einen Puckel. Okay, normale Munition scheint echt nicht so gut zu sein, wenn du das gegen Bosse verwendest. Ah, hier ist es. Okay, er hat mich angeschrien und fliegt da weg. Das kann man auch machen, denke ich mal. Ist aber lieb von ihm. Ich mache gerade Mittagspause und dann gehe ich zum Radarlos. Hä? Du bist komisch. Ja, Mittagspause ist schon vorbei. Hab die Katze geskippt. Das war tatsächlich auch mein letzter Keks, den ich jetzt esse. Späker sind verschwunden. Oh mein Gott, das Monster hat den Ort verlassen. Ja, so viel zum Radarlos. Schade. Schade drum. Brauchst du immer noch Jagras? Ah, was sagt meine Wunschliste? Ich habe jetzt 14 Schuppen. Ich weiß, da droppen die das so selten. Ja, das scheint eher ein rarer Drop zu sein. Nervig. So. Einheimisches Leben, kleine Monster. Jagras. Da, wo du bist, sind 4 Jagras. Ausgesetzt. Ah, du bist wahrscheinlich auf der Ebene 1 weiter unten bei den Toten. Hä? Also warte mal, sind Jagras ja noch höheren Ebenen oder was, dachte ich? Ich sehe in Gebiet 13, sehe ich 3 Stück. Ah, interessant. Okay, dann gehen wir mal zum Lager. Weiter oben dann aber nicht mehr. Also 13 ist dann der Rest. Ansonsten da unten haben wir die Abtonauts und die Kestodons. Noch ein Mosswein. Oh, ich sehe auch einen Haufen toter Jagras. Beim Puke ist noch eine ganze Gruppe Jagras. Also in Gebiet 8. Du könntest dann, wenn du in 13 irgendwie gewesen bist, zum nordwestlichen Lager teleportieren. Ich habe ein Wasserschwert ausgerüstet für Rathalos. Und was kommt? Ein Tobi, der gegen Wasser schwach ist. Dann gehe ich nochmal einen Tobi fangen. Ich fange dir noch einen Tobi. Nicht genug Zeit. Ansonsten töten wir ihn, wenn du fertig bist. Können wir genauso. Ja, der hat der. Das sind seine Abdrücke. Cool. Ach, da chillt er auch direkt vor mir. Friss eine Bombenkapsel. Oh. Blitzkäfer.
Noch mehr Käfer. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wer sagt das denn? Jetzt Schwerkäfer. Okay, du bist der Letzte. Du musst auch noch sterben. Gibt's noch, du musst sterben. Gibt's immer noch? Jetzt nimmer. Ein Ragras. Zwei Jagras. Drei Jahre krass. Ich frage mich, was die Schlechtklauen sind. Ich glaube, die sind in keinem einzigen Rüstungsrezept bislang drin gewesen. Und das hatte ich keine Erinnerung. Okay, da sind nur Westboys und Moosdinger. Warte mal, wenn ich schon hier stehe. Wir gehen auf die Jagd! Von links ist anscheinend nichts mehr aufgehoben. Ah, du hast was von Tobi gebrochen. Immer und immer wieder. Oh, was macht deine Hand denn halt? Der läuft einfach weg. Noch ein Gefangener, Tobi. Ah, das war das, was da gerade stand. Oder ja, ist das nicht schön. Vorgefangen stand noch irgendwas anderes, aber es wurde dann sofort weggedrückt von anderen Sachen. Ja, dass er in die Falle ist. Ach so. Gibt da auch Punkte. Okay, zum Anton hat. Bin schon an seinem Kopf. Weil er zufällig auch eine Wasserschwäche. Das bietet sich doch an. Also jetzt habe ich 17.
Okay. Können auch gehen, wenn du willst. Hier liegt ein Material an der Wand. Oh mein Gott, WTF, das sehe ich erst jetzt. Es gibt hier benötigte Materialien Gesamt-Tab. Ich weiß nicht einmal, wo du das siehst. Ja, wenn du die Wunschliste aufmachst, gibt vielleicht auch erst, wenn da was drauf ist, dann, naja, da ist ein zweites Tab. Wunschliste. Und das ist einfach eine Gesamtaufliste. Oh, wie sinnvoll. Also ich brauche noch, für die Sachen, die ich alle markiert habe, 6 Höllenbeutel, 40 Horne, Tau-Rückenpanzer, Sturmflutbeutel, ja, dann gehen wir mal wohin, wo es die gibt. Ominikplo-Gebeutel und Hornetau-Innungsflügel. Hornetau. Lauf mal zu mir, wenn du noch Zeit und Lust das hast. Das sind aber... Sind das nicht diese ameisenartigen Viecher? Vielleicht mehr wie riesige Heuschrecken. Ja, dann halt so. Da, wo ich bin, liegt Loot an der Wand, falls es nicht despawnt. Ignoriere das riesige Monster, das wird nicht angreifen, wenn du es nicht tust. Achso, ist das so? Oh ja, liegt wirklich was. Ah, okay, das ist gut. Ach, guck mal, das andere hat Fußspuren! Merkwürdiger Zufall. Du, was sagt denn der, wenn ich dagegen schlage? Aber wenn das so ist... Ich glaube, er wird rot. Ja, ich kann ihn nicht mehr. Naja. Dann gehen wir. Oder sollen wir den noch schnell töten? Keine Ahnung. Du hast im Highring noch nie gegen ein Monster gekämpft, oder? Oder? Ne, doch, du hast ja schon das die ersten leichte zwei Quests. Gewehr ist eine oder schnelle und eine. Bewegliche Fernkampfwaffe. Wie die Standardschüsse einfach wirklich nur ein Schaden machen. Oh, das ist super weg. Aber meinst du, das ist der Grund? Je nachdem, mit welcher Munition du schießt. Ja, die ganze normale. Also, ja, die ist auf jeden Fall begrenzt. Und bei den anderen, es gibt auf jeden Fall eine auch für Fernkampf, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach. Oh, guck mal, das sind ja welche. Könntest du bitte nicht an den Gegner vor... Hallo? Ich schieße nicht der vorbei, wenn der vor mir steht. Keine Ahnung, Mann. Er ist in die Wand gegangen. Was benutzt du nochmal? WTF. Leichtes Maschinengewehr, oder wie? Ist das wirklich Maschinengewehr? Nein, warte, wie heißen die Dinger? Bogengewehr. Bogengewehr. Glaube ich. Schieß auf seinen Schwanz. Schneidende Munition hast, sonst lohnt sich's nicht. Ah, schneidende Munition gibt's das auch? Ja. Weiß nicht. Inwiefern deine Auswahl. Schneidend? Also ich habe nichts, was keine so Ahnung, heißt. Wie die heißen. Ja, es gibt doch nur. Ja, keine Ahnung. Kann er. 2 Up Damage. Lala. Da klettern Jagdlast den Baum hoch. Ja, ich kann's ja mal. Kannst du mal mit Sprengung probieren? Okay, das. Ja, es hängt drin auf jeden Fall. Oh, das dürfte auf jeden Fall ganz gut Teile brechen. Schätze ich mal. Ich muss kurz mal meinen Wettstein ausgraben. Das ist ah. Da ist so eine Bombe an ihm hinten dran, nach seinem Ladebogen gemacht. Okay, wenn er hier stehen bleibt, habe ich ganz gut. Ah, ist ab. Oh, jetzt sind wir da weg, normaler. Ja,
loot einfach alles. Er läuft ja wieder weg, mein Gott. Nicht mehr. Aber ich rede nicht von dem Großen. Also. So, nehmen wir mal Fußspuren mit. Klingt sinnvoll. Und dann gönnen wir uns das Ding hier. Bisschen Material, bisschen Kraut. Reitet er einfach. Bisschen Anjanat. Bisschen Bitterkäfer. Ah, wir könnten ihn jetzt fangen oder töten, wie, was dir lieber ist. Wie krass die auch immer klettern können. Ist hingegangen. Ach, nach da oben. Macht der Tobi denn da? Ja, ihn hoffentlich nicht vom Schlafen abhalten. Ja, das wird wohl nichts, dann töten wir ihn. Oh, Revierkampf, cool. Der hat den gerade mal eben durch den Boden gezogen. Oh, wenn er. Geht er vielleicht doch schlafen? Eigentlich ist das nicht sein Nest, das er benutzt. Hm. Ja, der Tobi ist jedenfalls gerade durch eine Falle aufgehalten worden. Ach nee, genau, er benutzt das Nest, das. Da auf diesem wabbeligen Boden ist. Netterboden, okay. Okay, er pennt. Katze, bist du da? Okay, Anjan hat es gefangen. Hier sind noch 3 Jagras. Hä, bist du über mir? Korrigiere. 2 sind tot. Ach da. Wo bist du denn? Einen Jagras zu mitnehmen, noch ein Jagras zu mitnehmen. Eine Schuppe und eine Lederhaut. Noch eine Schuppe. Die haben alle Schuppen getroffen. Okay. Auf geht's. Tschüss. Tschüss? Oh, okay, du bist verschwunden. Bei mir stehe ich noch da. Bist du ein Magier? Bin noch in der Abgangsanimation. Boah, fast 4 Reihen voll. Okay, Adrian, Tobi und dann jetzt auch. Nichts, was ich brauche, aber im schlimmsten Fall kann ich alles zu Geld machen, aber gut. Vielleicht brauche ich es noch und weiß es noch nicht, je nachdem, welche Waffen ich noch crafte. Vielleicht wirst du auch noch alle Rüstungen bauen. Ja, sicher nicht, nein. Es wird das Letzte sein, was ich tue. Also, es
ich werde es nie tun, das meine ich. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Ich habe irgendwie einen Beutezug erledigt. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Nicht. Keiner von meinen. Ja, befristet. Machen wir einen Beutezug und ja. Bemühe dich bitte. Okay, ein Haufen Leute wurden gelevelt. Ernte, Ernte! So, der Schnurtruppler hat mich informiert. Schnurtrupp-Safari. Okay. Finden wieder finstere Tücher. Schnurtrupp-Safari. Schicken wir deine Katze los. Wo hättest du gern hin? Oh, da ist eine Menakirin. Komm, eine Kirin kaputt. Die Katze schafft das sicher. Ja. Deine auf jeden Fall. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Ja, wenn die Monster so schwach wären. Was laberst du? Unsere Katze ist sehr stark. Ja. Ja, die können nicht Game Over gehen. Stehen einfach wieder auf. Egal, wie sie geschlagen werden. Ah ja, wir machen im nächsten Part weiter. Bewerten nicht vergessen. Mhm. Und ciao. Tschüss.